Peter, an was kannst du dich erinnern, wenn ich dir sage, 8. März 1992? Welche Erinnerungen hast du an diesen Tag? Das war so ein wahnsinniges Tag. Dass wir in das Spiel gekommen, gegen Leverkusen gewonnen vorher, ne? Und es war eine totale Überraschung. Und dann, es war das Graf-Stauffenberg-Halle war krampelvoll, ne? Und es war so laut und es war so geil. Und wir haben so knapp gewonnen. Es war ein sehr schönes Spiel. Und dann, ja, dann haben wir das erste deutsche Pokal gewonnen für Bamberg. Und Bamberg ist eigentlich mein zweiter Heimat, wer immer. Und ich habe immer noch viel Sachen von Bamberg noch. Ne? Ich habe das Festler noch und ich habe das Poster noch und habe viele andere Sachen. Und ich vermisse das alles. Aber am 8. März 1992, es war so ein Euphorie. Es war so ein wunderschöner Tag. Und dann 2, 3 Wochen danach, das ganze Stadt war im total Party-Mode, ne? Und es war schön. Es war eigentlich eine von den schönsten Zeiten mein ganzes Leben. Hast du noch Erinnerungen an das Spiel? Also ihr seid aus dem Hinspiel raus mit, ich glaube, -3 waren es, Ja. die ihr dort verloren habt. Und das war ja eigentlich schon herausragend, weil ich habe es mir vorhin aufgeschrieben, ich habe vorhin nochmal geschaut, ihr wart zwischenzeitlich mal Ja. mit 18 Punkten hinten gelegen. Genau, ja. Und dann haben wieder gekämpft und dann Ja. am letzten kam mit die Freiwürfe von Zoran, ne? Exactly, Und ja. es war total. Ich meine, beim Halbzeit haben glaube ich, die meisten Leute haben schon gesagt, er ist vorbei. Ja. Aber wir haben gekämpft und war auch Schofield, der war super Trainer, ne? Und wir haben eigentlich mit Mike Jackal und Kai Nürnberger und Brian Martin von USA auch. Und wir haben irgendwie, keine Ahnung wie, es war wie ein Traum, wirklich wie ein Traum, dass wir gewonnen haben eigentlich, weil ich habe ja auch um Halbzeit gedacht, wird schwer. Ja, und das vor allem, es war ja gegen Ludwigsburg, gegen die hattet ihr, es war so eine Art Angstgegner, also Ja. fünfmal in Folge verloren. Eigentlich hat euch keiner eine Chance ausgerechnet. Und dann aber trotzdem, dieses Spiel, zwischenzeitlich mit 11 vorne gewesen, dann ist es aber ja nochmal knapp geworden, dann ist Ludwigsburg nochmal rangekommen. Wie hast du dieses Spiel erlebt, also dieses Auf und Ab, und ab wann war am Ende für dich oder für euch klar, das kann heute wirklich was werden? Ja, ich meine, als wir in der zweiten Halbzeit wieder so gekämpft und wir haben auch in Graf-Stauffenberg-Halle haben wir sechster Mann, immer. Und auch in der neue Halle. Das neue Halle ist sechster und siebter Mann, was viel Ja. größer ist. Aber wir haben, die Leute haben wieder, also die waren wieder erwacht und wir haben super Fast Breaks gemacht und durch unsere Press und Fast Break haben wir wieder waren wir wieder dran und dann, ja, es kam so mit 6, 7 Minuten noch, habe ich gedacht, wir können das noch gewinnen. Aber es war ein Kampf. Es war ein sehr, sehr, sehr hartes Kampf. Und Ludwigsburg, ja, die waren, wie du gesagt hast, die waren unsere Angstgegner, aber dass wir Leverkusen geschlagen haben, dadurch ins Spiel zu kommen können, haben wir für uns selbstbewusst, ne, was das war, man damals Leverkusen war, ne, top, weit und breit top, Bayer Leverkusen, ne, und wir haben die geschlagen und dann haben wir gesagt, okay, dann können wir das gewinnen. Und aber ja, war ein harter Kampf, das ganze Spiel. Jetzt hast du schon gesagt, da waren Leute dabei wie Mike Jackal, wie das letzte Jahr, die letzte Saison von Ken Sweet. Wusstet ihr im Vorfeld, dass es seine letzte Saison ist? Also war das am Ende auch so ein bisschen ein Titel für ihn oder hat er sich da wirklich Zeit gelassen bis zum Ende? Weißt du Es es noch? war schon für Ken schon klar, dass in Bamberg seine letzte Zeitzone war. Ich glaube, der hat irgendwo in Richtung Tschechoslowakei oder irgendwo in der Gegend gespielt, danach noch in Deutschland. Aber es war schon, für Ken war schon,
dass er so lange in Bamberg gespielt hat mit Nummer 11, ne? Jeder kennt Ken, ne? Und dass er so lange gespielt hat. Ne? Und ich kann mich erinnern, dass er hat den Pokal gehabt und hat es wie sein erstes geborenes Kind so gedrückt und wollte jeder anfassen und er, nein, er hat geweint wie ein kleines Kind. Aber es war schön. Und es war auch das letzte Jahr von Peter Cole. Ja, es war es, ja. Ich meine, ich bin nach Landshuten und Paderborn, ja. Dann also Paderborn, dann Landshuten, so. Aber du hast den Pokal auch, genau. Ja, nicht gedrückt, aber ein bisschen da gehabt zumindest. Ja, habe ich auch. Ja, da habe ich Haar gehabt. ja, es war schade, weil, wie ich gesagt, in Bamberg, so wenn ich kam nach Bamberg in 83, Juli 83 war es. Es hat mich wie ein Fisch ins Wasser gefühlt. Es war das ganze Stadt, ein ganze alte Gebäude und die nette Leute. Und ich habe mich ein gut 10 Jahre dort wie mein zweites Heimat gelebt. Und es ist ja trotzdem immer noch so. Also du, Entschuldigung, wo hast du bitte eine Kappe von der Brauerei Fessler her? Hast du die damals mitgenommen? Und ist die noch von damals oder... Hat irgendjemand dann zwischenzeitlich war so nett und hat die vorbeigebracht? Nee, ich glaube, wenn man 10.000 Liter säufst, dann kriegst du eine. Ja, okay. Nee, ich hab's von Roland gekriegt. Damals. Okay. Es war schon alt. Ist schon ewig her. Ja, gerade schon im Vorgespräch gesagt, also Brauerei Fessler ist ja jetzt unser neuer Bierpartner in der Arena. Ich werde alles dafür tun, dass wir da ein paar Liter zu dir schicken. Wenn es geht, dann ich bin dein bester Freund ganze Leben lang. wir werden es hinbekommen. Verfolgst du noch ein bisschen den Bamberger Basketball? Ja. Ich schaue mal so Euros. Ich versuche mal so oft wie möglich, wann ich es streamen kann. Ja. Ich meine, die Zeitverschiebung macht ein bisschen schwierig manchmal, weil ist es so, 6 Stunden. Ja. Aber ich hab immer noch sehr enges Kontakt mit Henrik Gese eigentlich. Und der informiert mich immer. Aber ich lese Eurobasket noch. Also sind wir noch nicht ganz aus der Welt für dich? Nee, ich war auch letzten Sommer in Bamberg. Meine älteste Tochter hat geheiratet und wir waren oben in Michelsberg da. Ja. Ja, Kaffee Michelsberg. Ja. Sehr schön. Ja. Also die guten Ecken kennst du noch. Neben der Brauerei Fessler, die guten Sachen. Ja, und ich plane das vor, auch im Sommer wieder zu kommen, in 22 hier. Ja, sehr schön. Dann bitte Bescheid geben, dann gehen wir Fessler trinken. Wo habt ihr damals den Pokalsieg gefeiert? Gab es da eine Kneipe? Überall. Ja, die ganze Stadt. aber gab es da irgendwo eine Kneipe, wo ihr dann immer hingegangen seid? Oder Kunigundendamm. Bitte? Kunigundendamm? Ja, das war mit Horst Seehofer, glaube ich. Seehofer? Wie heißt der Nachname? Oh je. Horst Seehofer? Ja, und ich glaube, das ist sein Nachname. Aber der hat dann, danach war er in Tennisverein. Okay. Aber in Kunigundendamm habe ich immer öfter gefeiert. Okay, und dann abgerissen den Laden wahrscheinlich häufiger. Ja, aber wir waren überall. Wir waren in Downey, so Downstairs damals, in so Funboy Free-Kneipen damals. Und ja. Die ganze Boleros-Truppe von heute, na, die waren alle mittendrin und wir haben mit die alle gefeiert, na, mit Lippo und Ralph und Hansi. Hm. Ah, ihr habt euch schon gut gehen lassen, ne? Ja, da haben wir gut gefeiert. Es war, soweit wie ich weiß, mindestens eine Woche lang habe ich kaum geschlafen und nur gefeiert. Es war schön. Wie ging denn das nächste Spiel aus? Weißt du das noch? Nach dem Pokalsieg, also wenn du sagst, eine Woche durchgefeiert, noch irgendeine Erinnerung an das nächste Spiel dann? Nee. Das, glaube ich, hat keine große Bedeutung für mich. Ich glaube, ich bin froh, dass ich meinen Namen auch erinnern könnte nach einer Woche von Fessler Bier die ganze Zeit.